Diese Sendung wird gesponsert von CMC Markets. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Trading-Tipp des Tages. Schön, dass auch du wieder dabei bist, Thomas Bergmann. Grüß dich, Andi. Herzlich willkommen. Ja, wir haben wieder einen Wert dabei. Heute Infineon. Was macht die Aktie derzeit interessant? Ja, wir sehen es ja schon im Hintergrund etwas eingeblendet. Werden wir auch gleich näher darüber sprechen. Die Charttechnik ist das eine. Gab auch jüngst wieder neue Hochstufungen. Infineon wird auch immer wieder als Übernahmekandidat gehandelt. Also gibt von mehreren Seiten eben positive Neuigkeiten. Und ja, die Aktie spielt mit und könnte oder steht vor einem wichtigen charttechnischen Kaufsignal. Dann blicken wir doch mal auf die Handelsplattform von CMC Markets. Ja. Was ist denn charttechnisch interessant an der Aktie? Also, wir sehen hier einmal eben seit Ende des letzten Jahres einen übergeordneten Aufwärtstrend. Der hat sich in den letzten Wochen, sage ich mal, etwas beschleunigt. Vor allem hier im Juli, August ging es sehr steil nach oben. Nach einer Konsolidierung und dem Rückfall unter die 55-Tage-Linie geht es jetzt eben kontinuierlich wieder nach oben. Man hat auch die jüngste Schwächephase im DAX sehr gut überstanden. Wir notieren jetzt über diesem Widerstand, den wir hier in der unteren gelben Linie eingezeichnet sehen, bei 15,51 Euro. Wir notieren jetzt 15,60 Euro. Ich sage mal, wir haben noch eine Hürde zu meistern, das ist die 15,73 Euro und dann ist der Weg meilenweit nach oben offen. Ich sage mal so, wenn wir diese Differenz, die ich hier eingezeichnet habe, zwischen diesem Hoch und dem Tief hier unten, das sind etwa 1,50 Euro, an diese Ausbruchsmarke dann hinlegen, dann sind wir bei 17 Euro als Kursziel, das ich auf Sicht der nächsten Wochen oder bis Jahresende durchaus für möglich halte. Wenn der Markt natürlich mitspielt, kommt natürlich auch etwas darauf an, wie die Fed-Politik ist, wie die US-Wahlen ausgehen. All das spielt sicherlich auch eine Rolle in den nächsten Wochen. Aber wie gesagt, wenn das Umfeld passt, kann ich mir durchaus vorstellen, steigt die Aktie in Richtung 17 Euro nach unten. Klar dient jetzt das jüngste Hoch einmal als Unterstützung, wenngleich da der Abstand nicht so hoch ist. Die 55-Tage-Linie sollte man im Auge behalten. Die verläuft bei 14,80 Euro. Wie sieht dein Trading-Setup aus? Wahrscheinlich long. Long, auch Market Long, also sprich auf dem aktuellen Niveau. Wir sind bei 15,60, wie ich sagte. Man kann die Position durchaus aufstocken, wenn wir die Marke 15,73 überwinden, also sprich pyramidisieren. Den Stoppkurs würde ich unterhalb der 55-Tage-Linie legen. Ist natürlich schon ein durchaus weiter Abstand, wenn man mit CFD handelt, aber dann wählt man einfach die Position etwas kleiner. Und dann ist das auch wieder in Ordnung. Wie gesagt, das Ziel auf der Sicht bis Jahresende ist 17 Euro. Als Trader, der auf die kurzfristigen Gewinne abzieht, sollte dann im Bereich 16 Euro durchaus mal Gewinne mitnehmen. Dann danke ich dir an dieser Stelle für deine Einschätzung. Sehr gerne. Liebe Zuschauer, das war der Trading-Tipp für heute. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Diese Sendung wird gesponsert von CMC Markets.